So, hallo, da sind wir endlich wieder bei einer neuen Aufnahmesession. Endlich sage ich, weil es bei mir wirklich lange her ist, für euch, naja, kam gestern die letzte Folge, das passt hervorragend. Aber ich habe wirklich ziemlich viel Zeit ins Land streichen lassen, bis ich es hier weitermache. Liegt daran, dass ich so eine gewisse depressive Verstimmung hatte, nicht viel Antrieb und mich um einiges wie Sport und Gesundheit kümmern musste. Und deswegen halt ja, nicht so furchtbar viel Zeit hatte für ja, Elder Scrolls. Ich habe natürlich meine Ereignisscheine alle schon gefarmt. Ich habe auch ein paar von diesen Kisten gemacht, also etliche neue Stile, von denen ich immer noch nicht so richtig weiß, wofür ich die brauche. Aber zum Aufnehmen hat mir einfach die Stimmung gefehlt. Ich habe meine Bundle-Tests gemacht, aber halt eben sonst relativ wenig. Dafür aber angefangen, wieder ein bisschen Sport zu treiben vom Feinsten. Hm? Ja, genug aber dazu. Ich würde sagen, ach, mein Buff-Food habe ich aus Versehen verkauft. Musste mir jetzt Neues machen. Konnte es auch nicht mehr zurückkaufen. Das war sehr, sehr ärgerlich. Das ist schon jetzt, wenn wir mal ein paar Spinnen. Und gucken mal, wie wir die letzten 10 Quests in Steinfell noch gewuppt kriegen. Genau. Das 10 Stück sind. Oh, ja gut, okay. Lass es doch sein. Es macht doch keinen Sinn. Ja, sterbt doch sowieso alle, bevor ich irgendwie was abkriege. So, einmal. Zweimal. Ja, genau. Es wirkt jetzt nicht so wie diese große Herausforderung. Aber die Story-Quests sind ja auch wirklich durch. Oh. Ich finde dieses Geräusch von diesen. Was sind Goblins? Finde ich ja so furchtbar. Jawohl. So. Genau. Da haben wir noch einen. Oh, gleich 3. 4 sogar. Dafür aber darum zu viel. Aber ich bin ja recht gut ausgestattet. Ich muss mich demnächst auch wirklich mal um das, bevor L2 losgeht, mal an einem schönen, ruhigen Tag ein bisschen an die Charakteroptimierung wieder wagen, weil, ja, da geht noch mit den Möglichkeiten, die ich habe, geht dann auch wohl noch ein bisschen was mehr, ne? Ah, ich wusste doch, da ist doch einer. Hier kommt diesmal nicht, komm, lass es einfach, danke. Ich konnte mir das Geräusch ersparen, das war auch schön, 9 und Nummer 10. Damit sind wir damit durch, sehr schön. So, also hundertprozentig auf dem Damm bin ich in der Sache immer noch nicht. Aber, naja, das wird schon, sagen sie immer, wird schon. Wer will was? Kommt her. Am liebsten wäre es mir jetzt ein paar Käferbeine, weil die brauche ich jetzt wieder vermehrt, weil. Na, hatte ich schon erwähnt, dass ich meinen fragwürdigen Komoran-Trunk leider in gesamter Menge verkauft habe, im Schnellverkauf. So, da ist er doch. Ach, er war das ja. Ich weiß es wieder. Das ist Wochen her. Für mich. Dank sei den Dreien. Allen Dreien. Dieser Wein ist perfekt für den Verkauf an andere Leute. Ihr seid mein neuer, bestester Freund. Ihr solltet jemals Wein brauchen, erinnert euch an mich. Ich bin Drotan, der Weinmeister. Oh, jetzt habe ich den Sommelier-Handschuh. Ich denke nicht, dass das zu einem ausgeprägten Kampfset gehört. So. Was wir da oben haben, das ist ein wunderschöner Wegschrein. Und der führt uns hier weg. Warum sage ich das so? Naja, weil wir auch hier weg müssen. Weil wir brauchen Quests. Und hier müssen wenigstens noch 10 sein. Und ich sehe allein schon 5 Stück rund um diesen Wegschrein. Und ich würde sagen, ja, komm, machen wir das.
So. Also Ziel ist es, bei den Gebieten, bei denen ich jetzt noch nicht war, tatsächlich diese Errungenschaft rund um die Quests, also Meister-Dingens-Bummels von sowieso. Aha, ich gehe nicht zurück. Jin A soll sie gefälligst selbst holen. Okay. Erzähl. Es war das Chaos. Das reinste Chaos. Okay. Was denn? Der Angriff des Bündnisses. Das Schlimmste war, dass die Gua unser Blut gerochen haben und panisch geflohen sind. Jetzt sind sie draußen in den Schwefelbecken. Einige sind ertrunken. Arme, dumme Dinger. Ja, und soll ich sie jetzt zurückholen, oder was? Legt ihnen Geschirre an. Sprecht ein paar beruhigende Worte. Sie sind wie Kinder oder wie bretonische Sklaven. Ich habe nur noch ein Geschirr übrig. Der Rest ging während des Angriffs verloren, aber ich wette, ihr könnt sie finden. Wenn ihr fertig seid, sprecht mit Jin A. Mit Jin A, genau. Okay. Ah, Käferbeine, ich brauche sie. Na, hat da jemand wieder aufgepasst? Na, habt ihr Käferbeine? Nein, habt ihr nicht. Aber ich hab noch mal einen. Gua, ja, ne? Ach, das sind Böse. Böse? Kommt, für die mal was anderes. Das geht schnell. Ich muss mich jetzt natürlich auch noch... Oh. Gut. Also, so tot, dass er versteinert ist, das war dann wohl doch ein bisschen zu spät. Ach, guck mal hier. Käferbein? Schade. Ich kämpfe mit dem Set ja lieber, aber so bei schweren Gegnern muss ich wirklich zwischen beiden Sets hin und her wechseln. Oh, das sieht so aus, als hätte ich sogar noch einen von denen hier gefunden. Oh, gut. Komm mal her. So, da haben wir das letzte von den Geschirren. Jawohl. Verzählt? Ah gut, ja, ich hatte mich verzählt. Oh, und da hinten ist einer. Hallo Gua. Ich bring dich nach Hause. Oh. Ach scheiße, ich bin außerhalb. Ah, da ist einer, ja. Der dritte, wenn ich mich nicht schon wieder verzählt habe. Oh, die Nase juckt. Entschuldigung. Oh, guck mal. Ein Geysir. Hatte ich da nicht noch einen gesehen? Ah, egal, erstmal hier den Feuerteil wegmachen. So, weil, habe ich ja erzählt, ja? Drachenpanzer? Drachenpanzer. Käferbeine. Das ist das gleiche. Drachenpanzer. Ich habe das nur falsch ausgesprochen. Ist mein Sprachfehler. Immer wenn ich Käferbeine sage, habe ich aus Versehen Drachenbeine. Oh. Ach wie. Aha.
das wusste ich jetzt auch nicht. Gut. Ja, immer nur hier damit. Aber wo sind denn die restlichen Guas? Er droht so aus dem Spaß. Tja, in dem Umfeld sieht man halt eben nicht, ob man sie plündern kann oder nicht. So. Ja, guck mal hier, da war doch was. Einer. Zwei. Vier. Fünf. Hallo, wo bist du? Komm ich da hin? Ja. Ja. Noch einer. Sollte doch gehen. Was ist denn hier alles, Herr Gurt? Ihr seid böse Donnerkäfer, steht da irgendwas. So, na komm. Quests, das ist gut, die hole ich mir gleich, aber erst brauche ich noch einen Pferf. Da ist ein Pferf. Ich muss es nicht mehr ganz sagen. So, dann reden wir mal mit dem Onkel hier. Wo ist er? Ja, irgendwo da drin. Gut. Die Familie Otrys lässt diese Tiere mit Schwefel beladene Karren zum Markt ziehen. Aber sie sind ihnen nicht so wichtig wie mir. Ob ihr die Gua mögt oder nicht, ihr habt ihnen geholfen. Richtig. Und mir. Ich denke, ich schulde euch dies hier. Sehe ich ähnlich. Dankeschön. So. Nun gehen wir doch gleich zur nächsten Quest. Das ist doch... Es war eine tapfere Tat, Zendres zu retten. Ja, ja. Wer seid ihr? Wurdet ihr vom Tribunal geschickt? Nein. Nein, natürlich nicht. Warum sollten sie sich um die Widrigkeiten fünf kleiner Kreaturen scheren, die ihr Dasein damit fristen, im Dreck zu wühlen? Mehr tierische Aufgaben? Okay, was ist los? Was hier los ist? Das wisst ihr nicht. Plünderer des Bündnisses legten östlich von hier an. Man sollte meinen, die Armeen unseres glorreichen Paktes hätten sie bereits am Strand aufgehalten. Aber nein. Die Eindringlinge marschierten bei uns ein und vertrieben meine Familie von unserem Hof. Und wo ist eure Familie hingegangen? Ich weiß es nicht. Ich muss hier bleiben und verteidigen, was vom Hof noch übrig ist. Okay. Ich kann nicht einfach weggehen. Ist okay. Als ich meine Söhne Dedras und Mevis letztmalig sah, rannten sie nach Süden zu den Schwefelbecken. Ich habe keine Ahnung, wohin meine Frau und meine Tochter gegangen sind. Ich wünschte, ich wüsste es. Okay, komm, ich suche nach denen. Sehr schön. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist gar nicht so schwer. Und dann kann ich da... Oh, wir rennen einfach mitten durch. Das heißt, wir rennen gar nicht mehr. Wir haben diesen tollen, hart verdienten, erleuchteten Innentrick. Upsa. Ja, war im Prinzip gut. Gut, dann. Daneben. Käferbeine. Keine Käferbeine. Wir wollen keine Käferbeine.
Die Schröter hielten mich hier fest wie Nixhunde eine Eidechse. Dankt Vivek, die Bestien waren zu dumm, den Felsen zu umgehen. Sie standen einfach da und schnappten nach meinen Füßen. Ja, kannst du zurück? Ich werde es jedenfalls versuchen. Mhm. Bitte findet meinen Bruder Dedras. Mach ich. Die Soldaten des Bündnisses waren ihm dicht auf den Fersen. Du trägst eine tolle Frisur, die gleicht meiner ein bisschen. Nur, dass ich nach hinten ein bisschen die Länge weggenommen habe, genau. So, mal zwei. Dann müssen wir doch fast schon sehen. Zack. Jetzt bitte mal Jolja. Ja, kommt ruhig her. Ja. Oh, da ist er weiter versteckt. Hi. Die Soldaten sind fort? Ja, ja. Dankt Almalexia. Ich hätte nie gedacht, dass jemand einschreiten würde, noch bevor sie müde werden, mir zuzusetzen. Sie sprachen fortwährend darüber, was sie mit ihren Messern tun würden. Das machen sie jetzt auch, aber nicht mit dir. Habt ihr eure Mutter und eure Schwester gesehen? Wir wurden voneinander getrennt. Schön. Als ich Drathyra das letzte Mal sah, waren die Eindringlinge Mutter und ihr dicht auf den Fersen. Mhm. Am Rand der Teiche gibt es eine Höhle. Ja. Dort haben Drati, Mewis und ich immer gespielt. Ich wette, da sind sie hingegangen. Ja, gehst du dann zurück, oder? Jetzt schon, wo diese Soldaten genau weg sind. Ich mache mich aus dem Staub. Wünscht mir Glück. Glückwunsch. Wünscht dir Glück. Nee, Glückwunsch, stimmt schon. Und da ist die Höhle. Und die konnte ich erst sehen, nachdem du das mir gesagt hast. Dank meinem Fortschritt bei den Meuchelmördern, der dunklen Bruderschaft, sehen die Viecher vorbeigehen fast gar nicht. Da ich aber von diesen Schrötern und so immer was brauche. Weil ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe. naja. Das ist toll. Das liebe ich. Komm her. Das kriegen wir. Boah, Schild Schröters, guck. Und Rekruter und Repora und Zeugs. Ich habe da gar keine Ahnung. Warum? Warum haben sie das getan? Ey. Was ist mit eurer Mutter geschehen? Er hat sie niedergestochen. Gnädige Drei, er hat sie niedergestochen. Oh. Warum hat er das getan? Wir waren doch keine Bedrohung für sie. Wer war das denn? Der Hauptmann der Soldaten vom Bündnis. Okay. Seine Klinge war vergiftet. Ich kann schon sehen, wie die Ränder der Wunde meiner Mutter schwarz werden. Ich muss ruhig bleiben. Ich darf nicht den Kopf verlieren. Wie so ein hirnrissiger Altmeer. Was kann ich tun, um sie zu retten? Er meinte, er hätte ein pflanzliches Gegenmittel und wedelte mit der Flasche vor meiner Nase herum. Er meinte, ich könnte sie haben, wenn ich ihn und all seine Männer, nun, unterhalten würde. Mhm. Ich habe ihm ins Gesicht gespuckt. Okay, ich mach das. Er ist nach Süden zu unseren Guar-Stellen gegangen. Er meinte, er will die Tiere schreien hören. Was ein Arschloch. Im Lagerschuppen dort haben wir Kombeeren-Brandy. Zündet was davon an. Das wird sicher seine Aufmerksamkeit erregen. Okay. Oh, das ist ja. Das ist schon ekelhaft. Ne? So diese Art und Weise. Okay, du gehst da nicht rein. Das kannst du vergessen. Die Damen stehen unter meinem Schutz. So. Vergebene Liebesmühe. Weg, 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 weg. Wir gehen jetzt zu diesem Lager. Und dann zeigen wir euch mal ganz genau, was für einen Fehler ihr gemacht habt. Wir lernen euch auch, dass ihr das bitte nie wieder macht. Zack. Was geht hier draußen vor sich? Scheinbar war vor mir schon einer hier, weil eben war ja hier überhaupt niemand. Ja, plötzlich. Uiuiuiuiui. Kann hier was los, aber mir ist das egal.
mich jetzt gerade ein bisschen. Na gut, das bringt mir das Platinflirts trotzdem. Finden wir die erst in der nächsten Folge. Bis gleich.